Wollt ihr Ramirez erneut besiegen, benötigt ihr eine Armee. Eine große Armee. Unglücklicherweise kann ich nur wenig Gold und Kohle beisteuern. Ihr werdet eigene Münzen prägen müssen. Schaut, dort drüben befindet sich ein Sektor mit einer Gold- und Kohlemine. Nehmt ihn ein, um selbstständig Münzen herstellen zu können. Zunächst aber baut eine blühende Wirtschaft auf. Sie ist unabdingbar für die Rekrutierung von so. Ja. Zunächst müsst ihr die Produktion der wichtigsten Baumaterialien aufnehmen. Bretter, Steine benötigt sie zur weiteren Expansion. Mit Hilfe der Logistiktafel könnt ihr bestimmen, mit welcher Dringlichkeit Güter in eurem Königreich ausgeliefert werden. Von links nach rechts findet ihr die anstehenden Aufgaben untereinander in verschiedenen Zweige. Ja, gucken wir uns erstmal das hier an. Also ja. Konstruktion ist das Wichtigste im Augenblick. Das können wir nach unten schieben, indem wir uns sagen, Militär ist wichtiger. Aber Konstruktion ist gerade am Anfang das Wichtigste. Dann kommt Militär, dann Wissenschaft und dann Handel. So, gucken wir uns mal das Videos für die einfache Siedlung an. Eine einfache Siedlung benötigt eine Produktionskette für Bretter und Stein. Errichtet Lagerhäuser, um das Transportwesen zu beschleunigen. Sollten wir hinkriegen. Ja, der beste Auftakt einer Karte. Zum Bau eines Basisgebäudes werden Steine und oder Bretter benötigt. Diese Güter sind für eure Wirtschaft unerlässlich. Ja, man soll Holzfällerhütten, Steinmetze und Sägemühlen bauen. Und Wohnraum durch Wohnhäuser. Für genügend Rohstoffe sorgen. Es genügt meist nicht jeweils nur über ein Arbeitsgebäude einer Art zu verfügen, besonders wenn es sich um grundlegende Güter wie zum Beispiel Bretter und Steine handelt. Erkennt Güterengpässe und errichtet die erforderlichen Basis- und Arbeitsgebäude. Errichtet ausreichend Lagerhäuser, um die Beförderungszeiten möglichst kurz zu halten. Positioniert Lagerhäuser neben den Arbeitsgebäuden. Genau. Also ja, hier haben wir Holz. Hier haben wir Holz. Wir haben auch Fische. Über unfruchtbaren Boden. Nicht jeder Sektor findet man fruchtbaren Boden. Anhand der Farbe erkennt ihr die Fruchtbarkeit des Bodens. Also grüner ist am fruchtbarsten und der hier ist komplett unfruchtbar. Kein Ertrag. Man braucht neue fruchtbare Sektoren, um die Wirtschaft zu fördern. Und die Logistik umorganisieren. Da können wir dann bei den Gebäuden sagen, welches Vorrang hat. Wenn es dann mal dann soweit ist. Sonst heißt es immer, wer zuerst kommt, mal zuerst. So, also erstmal eine Berghütte. So, mit Steinmetzen dran. Dann brauchen wir eine Forsthütte. Mit einem Holzfäller und einem Sägewerk hier. Und dann noch eine Forsthütte hier drüben. Auch mit einem Holzfäller und einem Sägewerk. So, dann schließen wir das Ganze an. So, ein bisschen. Und dann brauchen wir noch ein Lagerhaus, am besten hier. Da hier.
Und am besten gleich auch noch eins hier unten. Hier, so. Ja, wir könnten auch noch hier eigentlich einen Holzfäller errichten. So, also Holzfäller und Sägewerk. Und jetzt, wenn man sich die Tafel ansieht, sieht man ganz gut, was alles in der Bauliste ist und was wie Priorität hat. Bitte denkt daran, dass eure Soldaten Verpflegung benötigen. Solange wir keinen fruchtbaren Boden für Ackerbau besitzen und unsere Brotvorräte zur Neige gehen, sollten wir auf Fisch setzen. Fisch ist nämlich äußerst nahrhaft. Mhm. Die Fischhütte ist ein Arbeitsgebäude, das an den Förster angeschlossen werden kann. Errichtet es in der Nähe von Fischgründen, genau. Gucken wir uns das Ganze mal an, während hier fleißig gebaut wird. Die Fischerhütte ist ein Arbeitsgebäude, ja. Der Forsthütte. Mhm. Wir sehen übrigens auch immer Ramirez-Gebäude für diese Tutorials. Sie sollte in der Nähe von Fischgründen liegen. Ein in der Nähe errichtetes Lagerhaus beschleunigt den Fischfang. Ja, da haben wir schon das Thema. Wir brauchen Wohngebäude. Also errichten wir einfach mal zwei Wohnhäuser hier nebeneinander. So, das heißt Fischer, gibt er hier? Und Fischerhütte hier drüben. Und Fischerhütte hier oben. So. Wir haben wieder Wohnraum. Wir haben Sägewerker, die Holz produzieren werden. Zumal unsere Bretter auch ziemlich stark abnehmen. Aber das meiste haben wir jetzt schon aufgebaut. So, lesen wir mal. Fischerhütte. Ja, Fischerhütte ist klar. In der Nähe von Fischgründen. Vergesst nicht, dass Fischgründe sich erschöpfen können. Fischstellbestände erneuern sich nicht auf herkömmliche Weise. Fisch ist die einzige Verpflegung, die nicht weiterverarbeitet werden muss. Ein Fisch zieht als einfache Verpflegungseinheit. Ja. Falls ihr den Plan hegt, einen Sektor zu erobern, solltet ihr einigermaßen sicher sein, dass eure Armee stark genug ist. Ihr könnt die Stärke der Verteilung von neutralen Sektor erkunden, indem ihr den Außenposten des Zielsektors anwählt, ist auch wichtig. Und die Minikarte. Das ist das Ding hier oben. Damit können wir schnell zwischen den Sektoren hin und her springen. Die großen, dicken Sektoren, also der rote und der gelbe hier, sind die Hauptsektoren. Ein grauer Knotenpunkt ist neutral. Und ja, ihr könnt Armeen verschicken. Ja. Also ja, dieser Sektor hier wird von neutralen Pikinieren bewacht. Ich kann mit den Münzen, die ich gerade habe, noch 9 für 3 und nochmal 3, 6. Also machen wir mal 5 neue Leute. Also 5 Soldaten.
Währenddessen warten wir darauf, dass die letzte Fischerhütte gebaut wird. Gut gemacht, Prinzessin. Nun seid ihr bereit, euer Reich mit Militärgewalt zu vergrößern. Rekrutiert Truppen in meiner Taverne und nehmt besagten Minensektor ein. 4 bis 5 Pikeniere sollten dafür genügen. Na, 4 dürften nicht reichen, weil der gegnerische General hat großartig. Auch... Dieser Fisch wird die hungrigen Mägen all eurer Soldaten füllen. Na, der Fisch wird auch gleich in die Taverne gebracht. Und da wird die letzte Forsthütte gebaut. Sehr gut. Ja, unser Holz ist jetzt gerade ein bisschen knapp, aber wir kriegen das schon wieder hin. Wir haben ja jetzt mehr als genug Forsthütten. Und wir haben noch mehr als genug Werkzeuge zum Glück. Bei jeder Arbeiter braucht ein Werkzeug. Egal was für eine Arbeit. Und es gibt halt nur ein allgemein Werkzeug in diesem Siedlerteil. Anders als in den ersten 4 Teilen, wo es halt für bestimmte Berufe bestimmte Werkzeuge gab. Also zum Beispiel eine Sense für den Farmer, eine Schaufel für Planierer, Hammer für Bauarbeiter, Schmiede und so weiter, Axt für Holzfäller, Schaufel auch noch für Förster, Säge für Sägewerkler, Spitzhacke für Bienenarbeiter und den Steinmetz. Es ist jetzt hier halt ein Allgemeinwerkzeug, weil wenn mal einer keine Arbeit mehr hat, bringt er das Werkzeug zurück und ein anderer kann es nehmen. Also wenn wir sein Gebäude einreißen, meine ich. So, und wir können angreifen. Wir haben in dieser Mission übrigens 2 Bauhütten, deswegen haben wir auch 4 Baumeister, weil wir halt eine maximal ausgebaut und eine Standard-Holzfällerhütte haben. Ja, manche Gebäude wie Wohnhäuser, Lagerhäuser und Hütten, Bauhütten kann man ausbauen später, wenn wir irgendwann mal in der Position sind. Jetzt aber erst einmal das Ding hier erobern und man sieht, die Neutralen haben keinen General. Das heißt, eigentlich müssen sie sogar schlechter kämpfen als wir. Ja, wir haben schon wieder 2 Mann verloren. Sie verlieren aber 4 Mann. Hier gäbe es auch Fisch. Aber hier gibt es auf jeden Fall Gold und Eisen. Gold und Kohle. Eisen kommt erst später. Und auch Wild gibt es hier. Exzellent! Die Minen gehören euch! Haha! Es war abzusehen, dass das Ramirez nicht schmeckt. Schnell! Füllt eure Lagerbestände an Gold und Kohle auf!
diese Prinzessin sei verflucht. Wie konnte sie mir diese Minen wegsnappen? Sie gehören mir. Wie soll ich jetzt meine Söldner bezahlen? Ah, welch furchtbare Katastrophe. Lord Wolverine wird mit mir ganz und gar nicht zufrieden sein.